Peace, Freunde der gepflegten Investition. Heute mit einem weiteren Kaffee und Krypto. Wir haben heute einen spannenden Gast auf jeden Fall hier. Ich denke, die meisten werden ihn schon kennen aus den vorigen Videos. Wir hatten ja schon einiges auch über sein Projekt erzählt. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass du mich heute eingeladen hast. Wir sind heute in Dubai. Das ist, glaube ich, auch das erste Kaffee und Krypto, was wir wirklich live aufnehmen und nicht über Zoom. Und ja, freut mich, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Danke, dass du herkommen konntest. Sehr gerne. Ich meine, die meisten werden sich jetzt natürlich auch fragen, was machst du beruflich oder was ist auch dein Hintergrund? Weil viele haben jetzt natürlich schon mitbekommen, okay, du machst ein eigenes Krypto-Projekt, aber woher kommst du eigentlich? Ja? Ich mache ja eigentlich sehr viel, so gesehen. Ich habe ja wahrscheinlich so 11 Gesellschaften, wo ich beteiligt bin. Aber mein Kernbusiness ist die Modemarke, Leandro Lopez. Die betreiben wir ja schon seit November 2014. Das Ganze ist natürlich entstanden aus dieser Familientradition, die ich habe. Mein Opa hat 1962 schon eine eigene Schuhfabrik gehabt. Ja, und 2014 haben wir das Label gegründet, was sehr gut läuft. So gesehen, wir sind ja wirklich in allen Top-Stores in Deutschland vertreten. Auch international, wie die Online-Plattform Farfetch. Sehr schön. Also ich habe auch gesehen, Bräuninger etc., also wirklich alle großen Handelsmärkte, sage ich jetzt mal, die man auch kennt, ne? Ich meine, dort legt er ja auch Wert auf, ich sag mal, Selfmade und Produktion, sage ich jetzt mal, in Portugal, also sehr, sehr hochwertige Mode auch. Und das hat mir natürlich auch, oder fand ich sehr, sehr spannend, einfach wenn man da auf der anderen Seite dann noch ein Krypto-Projekt hat, was teilweise auch so ein bisschen gebackt ist durch einen realen Wert, beziehungsweise halt auch wirklich eine Firma, die wirklich sehr, sehr gut läuft und die man auch kennt. Also ich denke, jeder, der sich auch ein bisschen mit Mode etc. beschäftigt hat, dem wird Leandro Lopez was sagen. Und das ist jetzt einfach nochmal, ich sag mal, eine Erweiterung, beziehungsweise einfach, man geht da, denke ich, auch ein bisschen so mit der Zeit und hat dann einfach nochmal, was Blockchain beziehungsweise Krypto angeht, halt echt nochmal eine super Alternative. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf den Krypto-Teil. Wie fing das bei dir an oder wie kamst du eigentlich zu Krypto? Also zu Krypto kam ich eigentlich mehr so durch News und durch unseren CTO Stars. Den kennt ihr wahrscheinlich auch von anderen Interviews oder aus den Webinaren. Der hat mir immer so ein bisschen davon erzählt, weil er ist ja so tech-affin, Programmierer halt, hat mir immer ein bisschen davon erzählt. Aber ich habe mich nicht wirklich viel damit beschäftigt, außer wo ich dann stärker im Aktienmarkt investiert war. Ich lese natürlich halt immer viele News und dann kriegst du automatisch halt diese Krypto-News auch. Und dann bin ich so langsam in das Thema reingekommen. Also ich habe mich dann angefangen damit zu beschäftigen und mir geht es eigentlich nicht wirklich um die Coins. Ne, natürlich Bitcoin ist, also wird man nicht kaputt kriegen, sehe ich auch viel Potenzial noch in der Zukunft. Aber die Technologie an sich, also die Blockchain, die hat mich sehr interessiert und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt schon mein Unternehmen mit der Blockchain koppeln und irgendwie ein geiles Produkt auf den Markt bringen, was auch den Usern halt auch ein geiles Nutzen hat. Ja. Absolut. Und ich meine, jetzt werden natürlich auch viele fragen, wie sieht dein Portfolio aus? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Magst du uns da einen kleinen Einblick geben? Auf was für Coins setzt du? Was findest du spannend? Genau. Ja, also Nummer 1 Bitcoin, Ethereum Nummer 2 und dann halt noch ein paar Meme-Coins oder so. Das ist aber halt Risikokapital, was ich reingebe. Ne? Also ich bin auch bei Aktien so ein bisschen unterwegs, da gehe ich mir auch ins Risiko rein. Entweder mache ich da meine, keine Ahnung, 300-400%. Sonst wegen 8% im Jahr brauche ich das nicht anfassen, dann mache ich lieber Immobilien. Definitiv, ja. Also hast du da auch schon länger das, ich sage jetzt mal, das Potenzial erkannt und so weiter, ja. Wie lange machst du das schon? Also wann hast du angefangen ungefähr? Mit 2018 habe ich erst, also recht spät, leider. Also mir hat, glaube ich, 2013 und 14 mal einer was von Bitcoin erzählt. Und dann habe ich bin halt so ein Typ, ich investiere eigentlich nur in Sachen, die ich auch verstehe. Ja. Und damals hat er mir das versucht zu erklären und ich habe ehrlich gesagt, ich habe nichts verstanden. Ja. Und dann, ich dachte so, der will mich irgendwie scammen und habe leider zu denen gesagt, komm Kollege, lauf mal weiter so, weißt du, lass mich in Ruhe damit, weil das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ja, habe ich dann natürlich leider nicht investiert, hätte ich mal gemacht damals. Ja, 13, 14, da war auf jeden Fall ein Bitcoin noch ein Vielfaches günstiger auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall wichtig, das hört den Leuten gut zu, beschäftigt euch damit intensiver, weil das könnte auf jeden Fall die Chance eures Lebens sein und irgendwann ist es zu spät. Sehe ich auch so, aber das ist echt bei vielen so, die auch über Krypto reden oder wie sie reingekommen sind, dass irgendwann Jahre davor irgendjemand auf sie zukam und auch schon davon gesprochen hat, gerade Bitcoin etc. Und die meisten haben es nicht gemacht und meistens investieren sie dann halt wahrscheinlich immer so beim nächsten Bullrun oder wenn man dann wirklich wieder in den News etc. mitbekommt, boah, da ging wieder die Post ab
Und so war es bei mir eigentlich auch und bei sehr, sehr vielen, die ich auf jeden Fall auch kenne. Deswegen auf jeden Fall, wie Leandro sagt, es ist auf jeden Fall noch nicht zu spät, beziehungsweise für mich ist da auch aktuell einfach noch ein Riesenstück nach oben, gerade wenn wir Bitcoin anschauen etc. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sehe den auf jeden Fall bei einer Million irgendwann, auch wenn das noch 10, 15 Jahre geht. Ja, aber so. Definitiv, ich meine, das ist limitiert, es löst extrem viele Probleme und sowas wird es nicht nochmal geben. Wenn wir uns jetzt allein die letzten 15 Jahre anschauen, also erzählt mir mal, bei welchem Projekt, bei welcher Sache ihr so viele Prozente machen konntet und das auch kontinuierlich über die Jahre. Also das gab es noch nie in der Geschichte. Deswegen sehr, sehr spannend. Aber man sollte natürlich nicht nur auf ein Pferd setzen. Ich meine, wir haben uns auch schon mal so ein bisschen unterhalten. Du setzt auch nicht nur auf Krypto. Viele fragen natürlich auch, was gibt es noch für Möglichkeiten? Klar, es gibt die klassischen Methoden, aber was ist für dich so spannend, wo du sagst, ey, nicht nur Krypto, sondern noch das eine oder andere. Genau, ja, Aktienmarkt, wie gesagt, mache ich ein bisschen aktuell, zum Beispiel Copy Trading. Da habe ich ein paar gute Jungs, die machen das sehr, sehr gut. Mhm. Immobilien ist halt eigentlich so, ich glaube, 90% so meines Vermögens habe ich in Immobilien investiert, ja, weil das ist halt sicher und ich habe da halt Cashflow. Absolut. Ich bin halt ein Fan von dem Buch Rich Dad Poor Dad, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, aber das ist so meine Bibel. Das ist gut, ja. Und halt durch den Cashflow kann man sich ja natürlich dann auch so ein bisschen Spielzeug erlauben, wie schöne Autos, schöne Uhren, was auch Investments sind für mich. Safe. Ich habe Autos, die habe ich gekauft, die haben nach 2 Jahren 100.000 Profit. Ich habe Uhren, die haben sich verdreifacht. Also auch alles, was mit Luxusbereich zu tun hat, die letzten Jahre waren sehr profitabel. Mhm. Aber auch halt klassische Investments in andere Unternehmen, andere Marken. Auch im Gastrobereich bin ich investiert. Also alles, was ich gucke mir das die Firmen an, wenn ich das interessant finde, investiere ich da rein. Wichtig ist natürlich, dass man halt immer Cashflow daraus hat. Definitiv, ja. Also Uhren finde ich auch mega spannend. Und ich meine, du hast gerade schon angesprochen, ich habe auch die Uhr gesehen, wo du anhast. Ich meine, gerade Patek, Audemars Piguet, ich meine, was da die letzten 5 Jahre abging, ist ja verrückt, ne? Also ist wirklich sehr, sehr spannend. Natürlich, viele können sich jetzt keine Uhr für, sagen wir, mehrere hunderttausend Euro leisten, aber es gibt auch wirklich schon Einsteigermodelle, die spannend sind, wo du mal mit 5.000, mit 10.000 dich da so ein bisschen rantesten kannst einfach. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wenn wir nochmal auf dein Projekt gehen, was viele auch gefragt haben, wie kamst du auf die Idee? Weil ich meine, es ist sehr, sehr eigen, sage ich mal. Es gibt sowas in der Form noch nicht. Und also ich finde es mega spannend, weil ich meine, jeder bewegt sich. Es ist ein Schuh mit einem, ich sag mal, mit einer Methode, die man vom Bitcoin von früher noch kennt, vom Mining etc. Das ist quasi so eine Mischung aus Mining und ja, Bewegung. Wie kamst du da drauf? Weil es ist ja schon was sehr Eigenes. Ja, ja, wie gesagt, also die Marke Leandro Lopez ist ja mein Main-Business. Da investiere ich ja wahrscheinlich 90% meiner Zeit in das Geschäft. Mhm. Alles andere läuft ja, zum Beispiel Immobilien, da habe ich ja Hausverwaltung. Wenn du Copy-Trading investierst, ja nur einmal Geld, halt machst eine Überweisung, das läuft ja von alleine. Krypto ja auch, kaufst du einmal, lässt du liegen, dann brauchst du ja nicht so viel mit zu beschäftigen. Das heißt, die meiste Zeit investiere ich da rein und ich habe mir halt Gedanken gemacht, die Blockchain jetzt schon für mich zu nutzen. Das hat natürlich den Vorteil, zum Beispiel, dass wir ein NFT als Echtheitszertifikat nutzen, dass wir diese Plagiatsthematik dann umgehen, dass wir auch transparenter sind. Das heißt, unsere Kunden sehen dann halt, wie der Schuh produziert wurde. Die sehen die Zertifikate von den Leder, von den Sohlenmaterialien etc. Also alles transparent. Man wird wahrscheinlich ein Video sehen können, wie der Schuh in Portugal produziert wird, in unserer eigenen Fabrik, von erwachsenen Menschen, keine Kinderarbeit. Ja. Das ist auch ein großes Thema. Und natürlich habe ich mir auch überlegt, wie kann ich marketingmäßig und wie können unsere Kunden davon profitieren und sich stärker auch an uns binden. Und dann kam mir die Idee einfach von dem Mining-Schuh, dass wir halt einen Teil vom Umsatz den Kunden ja zurückgeben durch das Laufen, so gesehen. Ne? Ja. Was sind jetzt die wichtigsten Merkmale von eurem Projekt, wenn man das vielleicht mal mit irgendwas ansatzweise Ähnlichem vergleicht? Ja, also ein gleiches Projekt gibt es ja nicht, weil wir ein Where-to-Earn-Programm sind, kein Move-to-Earn, so wie Steppen zum Beispiel. Ne? Also viele, die davon hören, die sagen so ein bisschen, hier wie Steppen, aber es ist gar nicht wie Steppen, weil wir uns auch wirklich finanzieren durch echte Produkte, die wir verkaufen, physische Produkte, echte Schuhe, T-Shirts, Hosen, Socken, was auch immer, alles, was wir anbieten, das finanziert das Projekt. Das heißt, umso mehr Wachstum wir generieren, kaufen wir ja auch einen Teil davon Tokens vom Markt zurück. Das heißt, der Tokenpreis profitiert ja automatisch davon, ähnlich wie eine Aktie, wenn ein Aktienunternehmen Aktien vom Markt zurückkauft.
Und wie gesagt, dass man einen echten Schuh trägt, also dass wir verbinden ja die echte Welt mit der Blockchain. Ja. Ne? Nicht nur halt, nicht nur digital. Ja, und das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, finde ich auch spannend mit dem Backup durch die Firma. Ne? Ich meine, da haben sich viele auch noch nicht so ganz das vorstellen können, wie das funktioniert, weil ich auch gesagt habe, ey, da steckt eine richtige Firma auch dahinter mit Leandro Lopez. Ihr könnt gerne nochmal auf die Seite gehen. Also ihr seht auch, es ist sehr, sehr hochwertig. Das heißt, ihr erwirtschaftet, sage ich mal, auf ganz einfach erklärt, Kapital, Geld und steckt das aber auch wieder zu einem gewissen Teil dann in das Krypto-Projekt. Ne? Genau. Umso mehr Umsatz wir machen, umso mehr wird das Projekt auch davon profitieren. Als Beispiel, wir öffnen jetzt einen Store in der Dubai Mall. Als Beispiel, keine Ahnung, kosten im Jahr 1 Million Euro. So ein Store macht vielleicht 3 Millionen Euro Umsatz. Davon sind 30% Profit, also 1 Million Profit. Davon kaufen wir 2,5% Tokens vom Markt zurück. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall spannend und sollte halt, ich sage jetzt mal, gerade bei dem Markt, wo es einfach so viel, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, einfach Scam gibt und irgendwelche kleinen Startups, die halt einfach nur auf der Suche sind nach dem schnellen Geld, den Anlegern einfach nochmal die Sicherheit, ey, da steckt was dahinter. Die Marke ist bekannt, ich meine, Leandro existiert, ne? Er steht auch mit seinem Gesicht dafür und das hat mich auf jeden Fall am meisten auch davon überzeugt, unabhängig davon, dass ich die Idee sehr, sehr cool finde. Aber deswegen auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also wer Lust hat, sich das Projekt auch mal näher anschauen möchte, Link findet ihr natürlich auch wieder in der Beschreibung. Und vielleicht nochmal eine Frage zum Abschluss. Wir sitzen hier in einer schönen Villa, dir geht's gut und du lebst ein sehr, sehr schönes Leben. Da werden natürlich auch viele fragen, wie kam es dazu? Oder was würdest du vielleicht auch den jüngeren Zuschauern sagen, ey, was könnt ihr machen, um vielleicht ein bisschen disziplinierter zu werden oder auch erfolgreich zu werden? Ja, also das Wichtigste ist natürlich, hohe Ziele setzen, fest dran glauben, ganz fest dran glauben. Dementsprechend arbeitet man auch motivierter dafür. Und viel lesen, ne? Viele Bücher, also Businessbücher oder auch sich ein Vorbild nehmen, keine Ahnung, sei es Warren Buffett oder Elon Musk oder Jeff Bezos, was auch immer. Also auf jeden Fall immer einer, der schon viel, viel mehr hat als du. Ich würde mir auch nie was sagen lassen von einem, der weniger hat als ich, was Business angeht, natürlich jetzt nicht jetzt, keine Ahnung, was Religion oder was auch immer angeht, ja. Ne? Oder normal Alltagssachen, sondern was Business angeht. Also dir einen Mentor suchen und ja, lesen, jeden Tag News, alles, was mit Business zu tun hat, sehr, sehr wichtig. Absolut, cool. Dann haben wir eigentlich schon alle Fragen durch. Bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das Interview. Gerne, hat mich gefreut. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens wieder nächsten Montag. Wenn ihr Fragen habt noch an Leandro, stellt sie ihm sehr, sehr gerne, entweder hier in den Kommentaren oder ihr könnt auch rüber auf Insta. Dort machen wir nochmal eine kleine Fragerunde und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.